Ja. Warte. Aufnahme läuft. Jo, guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch wie immer hier recht herzlich auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal Justin Other Gamer. Mein Name ist Chris. Wir spielen Dead Space 3, Folge 18. Natürlich ist der Willem von Red Butterfly Gaming auch wieder am Start. Hallo. Hallo und ja, wir machen direkt weiter. Willem, ohne große Worte. Ja, jetzt wird's Ach, unangenehm. Kletter. Ja. Kackvieh, Weißt du noch, wie das läuft? ja. Wow, 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 wow. Machen Sie diese Harpunenkanone mit dem Generator wieder flott. Ja, mach ich. Oh, der ist auf mich drauf. Oh. Du musst sprinten, du musst sprinten. Okay, du hast die besseren Waffen. Kannst du mich verteidigen, während ich dann das, Kannst du mich verteidigen, während ich das Ding da anschmeiße? Ja. Ich wurde getroffen. Oh. Ja, ich hab Probleme. Scheiße, mich hat's erwischt. Ja, du musst mich aufheben. Scheiße, wir müssen das wieder da reinlocken. Du musst echt bei mir stehen bleiben. Jedes Mal, wenn ich getroffen werde, muss ich von vorne anfangen. Ja. Bin tot. Oh, ich hab so auch die zweite falsche Scheißwaffe mit. Ja, Wilhelm, das gibt ein Ding. Wir bleiben jetzt zusammen. Ja. Du musst das da reinlocken. Ich schmeiß das Ding an und du musst mit der Shotgun irgendwie Rücken an Rücken bei mir bleiben und alles Ja, weghalten. ja, 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 ja. Da wäre eine Waffe mit Rückstoß ziemlich gut. Hier mit diese Kanone da. Energiekanone. Granatwerfer wäre jetzt gut. Na, nicht wenn wir uns selbst in die Luft jagen. Die kommen ja ziemlich schnell ran. So, ich lauf schon mal rum und schmeiß das Ding an. Oh, der hat mich erwischt. Okay, ich stehe hier drin. Ja, ich komme. Okay, er kommt. Ja. Jetzt. Wir müssen die Schnur anziehen, das Vieh befreit sich sonst. Tu, was ich kann, ich darf nicht getötet werden, sonst bricht das ab. Ich muss nachladen. Wir haben's. Korrekt. Oh. Boah. Das war gut, Mann. Das haben wir gut gemacht. Bei meinem ersten Kurdurchlauf haben wir 17 Versuche gebraucht, um den Echt? wegzumachen. Alter. Weil ich immer wieder getroffen wurde oder wegen anderen Sachen. Ja. Ein paar Mal hatten wir sogar einen Bug. Läuft. Läuft. Die Körperplatten eines Ressourcensammlers anzufassen, wird als unhöflich erachtet. Ach, schön. Und als Belohnung dürfen wir noch mal klettern. Ich freue mich. Läuft. Na, oh, das ist ein chilliges Klettern.
Nur aufwärts. Ja. Die kommt extra an, um dir hochzuhelfen und ich kann wieder selber sehen, wie ich da hochklettere. Ja, gut, komm, du bist ja der Marine, Junge. Ja, dafür habe ich euch die romantische Stimmung versaut. Ja. Habe ich extra eingemischt als Rache. So, hier haben wir noch ein paar Kisten. Oh, hier haben wir eine Platine. 2 Schaden, einmal Feuer. Oh, da freut sich meine Schrotflinte. So, jetzt wird geklettert. Musste ja so kommen. Scheiße. So Fellbobs, ey. Ja, alles okay. War ruhig schon vor. Da ist ein Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Wir treffen uns an der Einrichtung. Die zwei haben auch einfach kein Glück. Ja. Was mich irgendwie stört, ist. Also, ich weiß nicht. Ja, stören nicht, aber ich find's komisch, dass auf meinem Anzug Schnee hängen bleibt und bei dir irgendwie nichts. Ja, doch, so ein paar Flocken sind drauf, guck mal. Also als wir gerade in den Schnee gefallen sind, was war deine Rüstung sauer, meine war voll mit Schnee. Ah, ist N7-Rüstung, die ist beheizt von außen. Ja. Auf jeden Fall. So, hier kann ich auch mal meinen Sucherbot absetzen. Ressourcensammler online. Sir, Sie haben mich gerade auf einem abgefahrenen Traum gedeckt. Sie kamen darin vor, aber Sie waren gut. Aber die Waffe, die Zweitwaffe, die ich mir gebaut habe, kannst vergessen, ey. Ja, geht mir auch so. Null Schaden, ey. Ah, ich brauche mir gleich wieder einen Granatwerfer. Ja. Vielleicht brauche ich mir nochmal so einen Stase-Raketenwerfer. Ja. Genau. Na? Ja. Kriecher. Oh, die ganzen eingefrorenen Marker hier. Ja. Lustig aus. Eine super Stimmung. Na, hier könnte ich nochmal den Sucherbot absetzen, aber jetzt habe ich keinen mehr. Oh, endlich mal wieder irgendwo drinnen. Ja. Wird auch mal wieder Zeit. Ja. das war's. Da ist der Spaß schon wieder vorbei. Ah, jetzt komm. Ah, ja. Sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Aber mach das Ding mal auf hier. Ja, der Marine muss wieder ran. Ja. Mal gucken, ob du das kannst. Ob du gut aufgepasst hast. Ich muss hier die ganze Arbeit machen und niemand hilft mir beim Hochklettern. Und scheiße. So ist das. Ich habe echt die Arschkarte gezogen hier in dem Spiel. Nicht zu vergessen von den psychischen Störungen, die man in den Koop-Missionen hat. Ach ja, das ist ja kleine Geschenkpackung. Oh. Schwerer Rahmen. Mist, ich glaube, ich habe nicht alle erwischt. Nee.
wie lange der gestunt ist, ist der Wahnsinn. Oh, oh. Bild mal, Leute. Oh, hier ist noch eine Anzugstation, aber ist doch super. Und eine Werkbank auch. Oh ja, direkt mal daran. Ich muss mir mal eine andere Waffe bauen. Das ist alles hier kacke. Vor allem gucke ich jetzt erstmal. Auch nochmal nachsehen wegen Panzerung und Leben erhöhen bei der Anzugstation. Ja, und meine Schrotflinte kann ich jetzt auch mal aufwerten. Das lohnt sich jetzt mal richtig. So, Feuerrate. Feuerrate. Laden. Okay. Hier ist noch was anderes. Oh, ich habe kaum Ressourcen. Geht, ne? Steuerung hier. Ja, genau, so mache ich. Platine. Das haben wir gleich. Clips hier rein. Gleich fertig. Wo? So, mal zwei neue Waffen probieren. Ja, neues Setup. Jetzt haben wir was anderes gebaut. Ja. Zwei Granaten, voll okay. Die Anzugstation auch nochmal schnell nachsehen. Oh ja. Upgrade. Panzerung. Ich hoffe, die machen auch gut Schaden, meine Waffen.
Ansonsten nehme ich mir wieder meine alten zwei. Das heißt ja, okay. Never change a running system. Ja, ja, eigentlich schon. Okay. So, mal schnell nachsehen, was ich verbessern kann. So, oh, warte mal, was sagt meine Munition? Was sagt meine Munition hier? Ich brauche Halbleiter. Machen wir nochmal eben hier. Die Munition. Oh, da kommt der Bot auch schon wieder. Cool. Ja, ich brauche eine Menge Halbleiter. Auf Wolfram. So, jetzt in meinen schönen Kupferanzug. Einfach weil ich die Kohle habe. Sehr schön. Yay. Trage ich so schon fast nie, dann kann ich das ja auch mal machen. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ach, weißt du was? Die machen wir eben mal an. Wenn du das schon sagst. Ja, hin und wieder mal was Neues zeigen. Oh, kannst du noch mal kurz an die Bank? Ich will mal in den Shop gucken. Ich habe gerade noch Rationspunkte von meinem Suchrobot bekommen. Ja. Vielleicht kommen da ja noch ein paar schöne Teile raus. Oh. Ja, yeah. Sieht auch mal cool aus. Kommst du an die Bank? Ich, ja. Bin an der Bank. Wieso, was soll's denn? Ja, dran gehen. Hier steht, bitte warten. Warten, bis Korpater die Bank betritt. Oh. Anders komme ich da nicht rein. So, 30 brauche ich, 32 habe ich. Alles klar. Jetzt mal sehen, was habe ich? Wow. MKV-Repetierer. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Den hatte ich vor allem schon. Ja, läuft. Na, immerhin ein paar Ressourcen noch dazu bekommen. Liegt denn da? Altmetall. Ich dachte gerade schon, was kommt da an? Das war ein Superbot. Ja. Oh, der Fahrstuhl wieder. Genau, schmeiß mal die Tür auf. Hat geklappt. Hier kommt ja erstmal nichts. Jetzt wird erstmal wieder viel gelabert. Hm. Das mögen wir. Dekontamination wird eingeleitet. Bitte schnell halten. Stell das nicht richtig auf den gelben Fußstellen da. Da muss ich draufstellen. Wenn du dekontaminiert wirst. Ah. Endlich. Und das ist die Montagestation. Oh, stimmt. Wir müssen ja jetzt hier irgendwie das Ding zusammenbauen. So, wie im Singleplayer stelle ich mich einfach mal hier in den Weg. Dann? Nein. Laut Aufzeichnung. Ah, hier stehe ich im Singleplayer auch. Achso. Die haben sie in Stücke geschnitten? Damit du extra nicht an Ellie rankommst. Oh mein Gott. Hm. Was für ein Scheißtag. Wir haben sie zerschnitten. Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Ja. Was zum Henker machen wir jetzt damit? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Ja, können auch, wir können auch versuchen, das schon mal manuell da reinzusetzen, also. Na, siehst du, geht doch. Ja, funktioniert wunderbar, siehst du? Das Ding da brauchen wir gar nicht. Ah, jetzt müssen wir alle Teile einsammeln. Ah, das ist so nervig. Ja, ich weiß, ich erinnere mich. Das ist auch wieder nur so eine Aufgabe, um das Spiel zu strecken. Mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment.
Eine sehr elegante Animation. Super. Ich bin begeistert. So, laut Unterlagen gibt es noch 4 weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ja. ich mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Nein. Kein Bock. Mach du mal. Boah, Alter, früher konnte ich das hier mal übersetzen. Ja? Oh, das ist auch schon lange her bei mir, ey. Hatte ich damals auch mal gehabt. Hab mir die Sprache, hab mir die Schrift mal gelernt. Mal gemerkt, wie das alles ist. War ganz lustig, in Dead Space 2 so an die Wände stellen, um mal zu gucken, was da überhaupt steht. War schon interessant. So müsste man eigentlich die Credits im Spiel unterbringen. Die Namen der, von denen, die mitgemacht haben, in der Ornithologen-Schrift an die Wände kritzeln. Schön an die Wände kritzeln, dass man im Spiel überall die Credits sehen kann. Ich will Action! Drei Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du da draußen? Ey, warte mal, was denn hier noch? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac, Ende. Und als allererstes müssen wir hier hinten lang. Ja? Ja. Das ist das erste. Biologie. Da. Pass auf, dass du nicht zu nah daran gehst. Ja, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Um die Ecke. Guck mal, ich hab es. Geil. So, was machen wir damit? Das Ding sieht ekelhaft aus. Vielleicht können wir das irgendwie gegen Gegner einsetzen oder so. Wie es zappelt. Ich schmeiß es lieber weg, bevor wir uns damit verletzen. Ja, warte mal, was haben wir hier? Komm mal her. Gas wird freigesetzt. Achso, ja, müssen wir erstmal anmachen. Moment, Sie glauben doch nicht, dass wir an diesem Sterilisationssystem herumfuschen sollen, oder? Vielleicht doch. Isaac, das Gas frisst Ihnen das Gesicht weg. Was kann schon Schlimmes passieren? Das Gas frisst einem das Gesicht weg. Ja. Können wir das Sniper, bin ich zufrieden. Die macht genug Schaden, um einen One-Hit zu machen. Sniper ist gut hier, ja, das stimmt. Diese normale Militär-Sniper. Hm. Okay, dann mach ich mich mal daran. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Aufzug online. Aufzug deaktiviert. Ich glaube, dieser Schalter deaktiviert den Aufzug. Aufzug online. Ich bin fertig. Alles klar. Diesmal bin ich nicht für 3 Minuten AFK gegangen, um bei WhatsApp nachzusehen. Wie bei meinem Run. Bei WhatsApp nachzusehen. Kann man, glaube ich, im Best-of sehen. Ich stehe da 3 Minuten vor dem Ding und gucke bei WhatsApp. Wenn hinter mir alles geballert wird. Yo. Da ist Munition, schön. Muss sein, wenn die Sniper schon viel Schaden machen, dann soll die auch viel Stase machen. Ich habe ja auch Stase jetzt. Du kannst dich mal näher an die Tür stellen, ja, falls hier Gas reinkommt.
als stecken wir hier fest. Sehen Sie doch, es funktioniert. Ja, das Ding ist luftdicht, oder? Ja. Oh, Scheiße. Alles weggeätzt. Los, sehen wir uns das mal an. Aha. Ah. Sie gehen vor. Ah. Ja, es wäre gewesen, wenn da jetzt ein Riss in der Scheibe wäre. Ja. Wäre das Spiel vorbei. Ah, rechts rum. Wieder rechts. Oh, da liegt was. Medikit. Oh nein. Hey, Buddy. Wow. Oh, das war's schon. Easy. Ja, ich komm ja schon. Die ist so ungeduldig. Ich schieß das Ding einfach mal quer durch den Raum. Bora machen hier. Kann ich hier meinen Superbot absetzen? Ich glaube, du bist gestorben. Oh! Ich glaube, ich habe die falsche Kraft gedrückt. Ja, ich habe mich selber in zwei Hälften geteilt mit meiner Stase-Munition. Sehr schön. Ich bleibe bei der Schrotflinte. Auf ein neues. Ach. Er ist schon tot. Jetzt bin ich mal hier dran. Schneller, 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 schneller. Oh, jetzt schieße ich das Ding wieder mal quer durch den Raum. Und dann geht's voran. Komm zur Rettung! Ah, so. Ah, chillig. Geht doch. So, will jemand eine Rosette? Rosette. Oh, so ein Rosette-Steak, das wäre auch mal was. Lecker, vom Esel. Schwierig zu sagen, vom oder vom Schaf. Boah, jetzt habe ich irgendwie Bock auf Döner. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ne, kann ich nicht mehr sehen, ey. Boah. Bei mir ist schon ewig her. Na gut, das hat ja nichts zu heißen. Bei mir ist es auch schon fast 10 Jahre her, dass ich bei einer richtigen Eisdiele war. Okay. Auf Schaschlik hätte ich auch mal Lust. Ah, oh, Schaschlik kann was. Gyros hatte ich auch schon lange nicht mehr. Oh, jetzt kriege ich Hunger hier. Hör auf jetzt. Dann. Fortschritt wird gespeichert. Oh ja, langer Gang, da ist die Sniper gut. Oh, von hinten. Läuft.
Ja, absolut unmöglich. Absolut. Nicht machbar. Echt hardcore der Schwierigkeitsgrad. Ah, er ist schon wieder. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Die Schlussfolgerung ist klar. Ich verteufle sie dafür nicht. Aber es überrascht sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft. Oh, hier haben wir ein Ding. Was sein? Ja, optionale Mission haben wir auch. Die Reaper-Kaserne. Ja. Naja, geht. Aber ich möchte jetzt auch gerne langsam mal ein bisschen vorangehen. Reaper-Kaserne können wir ruhig auslasten. Ja, ja. Lass sie an der Story weitermachen. Explosionsmodul. Na, was ist los? Macht das? Wo bleibt der Scarf-Rahmen und alles? Mach das Explosionsmodul nochmal. Kannst du unten dran machen, damit deine Projektile explodieren, also Harpunen und Sägeblätter. Ah. Naja, war jetzt nicht die volle Ausbeute. Nee. Hätte mehr sein können. Sogar gepolstert. Hammer. Polsterter Fahrstuhl. Sehr schön. Der hat mich! Er hat mich! Mach's weg! Oh. Nervige kleine Scheiße. Noch ein paar Sachen aufsammeln. So, was ist das? Haben wir alles? Hier war noch Altmetall. Alles klar. Ja, oh, das darfst du gerne mal machen. Ich habe jetzt keine Geduld für Puzzeln. Wir müssen halt jetzt hier sein, in welche Richtung? Warte mal, Fehler. Die müssen gerade, alle gerade aufrecht stehen, dass es da durchfährt. Aufrecht. Genau, so wie das so, vordere hier jetzt. So, ja? Ja. Okay. Ah, ich stell mich mal hier hin. Ich aktiviere das hier mal. Stell mich hier hin und guck dir beim Puzzle zu. Kann ich nur die beiden hier drehen oder was? Ja. Allerdings haben unsere Ausgrabungsteams nun einen völlig neuen Satz Glyphen auf jenen Bauwerken entdeckt, die unter der Eisbruste gezogen haben. Ich habe angeordnet, diverse Artefakte zur genaueren Inspektion hierher zu bringen. Das ist so nervig, ja. Das ist ein Rotz, Junge, ey. Na, jetzt hast du es doch. Mein Gott. Boah, jetzt schnell dahin und noch mal drehen. So, wie geht das jetzt hier? Mach mal an hier, die Scheiße. So. Und dann da hinten in das Ding rein. Ich war da schon mal bei der Tür. Ach ja, da mach ich es. Also ehrlich. Was denn für ein Ding? Was denn für ein Ding? Red doch mit mir. Ja, wir müssen das Ding doch hier so, zum Labor schicken. Ach so, ich werd da so reinfahren. Ja, wie gesagt, du hast das schon öfter gespielt wie ich. Ja. Immer muss ich die Drecksarbeit hier machen. Jetzt erstmal hier gucken, ewig nicht gemacht. Oh Mann. So, hier ist die Nebenmission. Hier geht's dann weiter. Ja. Das sieht ja wieder lustig aus hier.
Oh, ich glaube, ich bin tot. Nee, du lebst noch. Ja? Dann habe ich bin einen verpasst. Fakt. Der Originalmarker, der auf der Erde gefundene schwarze Marker, datiert den Aufstieg der Menschheit voraus. Verstehen Sie? Neuner, da hinten. Der Marker strahlt ein Feld aus, das biologische. So, jetzt müssen wir das Ding hier anmachen. Und sie mit der Zeit zu einem größeren Zweck weiterentwickelt. Sehen Sie, wohin das führt? Aktivierungsfehler. Bitte genau. Bleib du da drin. Ich mach das schnell an. Alles klar. Ich komme. Ich bin Marine, dafür bin ich ausgebildet. Yep. Haben wir doch gut gemacht. Und wir haben sogar eine Werkbankfrei gemacht. Alles klar, erstmal das eine Ding da auseinandernehmen. Das ist so eine Dreckswaffe. Ah, die Ressourcen sind da. Munitionsmodul. Schadenclip. Nachladenclip. Oh, nicht schlecht. Bei dir? Naja, zwei Platinen muss ich noch drauf machen. Nachladen und nochmal nachladen. Können die Folge hier eigentlich auch beenden, oder? Müsste doch lang genug sein. Ja, dann beenden wir hier. Genau, sehen wir uns bei Folge 19. Ja, hier wieder. Bis dann. Haut da rein, ihr Lieben. Ciao.